Hi, herzlich willkommen zurück bei Tienchen TV. Ich möchte euch heute zwei Krakel-Medien vorstellen. Einmal die Paste und einmal das Country Crackle. Das ist flüssig. Und wenn euch das interessiert, dann geht's nach dem Intro direkt weiter. Als ich mir diese beiden Produkte gekauft habe bei der Biene im Shop, da habe ich Anfragen gehabt, kannst du mal zeigen, wo die Unterschiede sind, wie man die anwendet und so weiter. Es gibt auch von Stamperia Videos darüber, die sind zwar nicht in Deutsch, aber ihr seht ja, was die machen. Die werde ich euch zusätzlich unten verlinken, da kriegt ihr nochmal extra Anregungen, aber ich werde es euch jetzt versuchen in Deutsch zu erklären und meine Experimente damit zeigen, die ich gemacht habe. Wir beginnen mit der Paste. Die Paste ist wie eine Modellierpaste. Sie ist ganz dick, sie ist nicht flüssig und sie wird aufgetragen mit einem Spachtel. Ihr könnt auch ein Messer nehmen, ein altes oder so, wenn ihr keine Spachtel habt. Es ist eine sehr dicke Paste, wie der Name schon sagt. Und ihr könnt die alleine benutzen. Also wenn ihr die auftragt, habt ihr schon euren Krakel, dann braucht ihr weiter nichts zu tun. Und ich habe hier mal so ein bisschen angefangen. Ihr seht also hier hoffentlich den Krakel-Effekt. Ihr könnt auch gleichzeitig, wenn ihr irgendetwas mit dieser Paste bearbeitet habt, es als Kleber benutzen. Wenn ihr irgendwelche Steinchen oder irgendwelche Elemente reinkleben wollt in euer Projekt, könnt ihr die auch gleichzeitig als Kleber benutzen. Der große Unterschied ist zu dem flüssigen, zum Beispiel, wenn ihr einen nicht saugenden Untergrund habt, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff oder Metall, dann müsst ihr vorher, damit es euch nicht abplatzt, wie es mir hier passiert ist, mit Gesso drunter gehen. Ihr müsst eine Grundierung drunter machen und dann hält die Paste viel besser und blättert euch nicht ab. Auch wenn ihr zum Beispiel ein Papier habt mit einem Glanzeffekt. Also es gibt ja diese Spiegelkarton oder diese Perlmuttpapiere, die sich so ganz smoothy anfühlen. Da würde ich mit einem Gesso drunter gehen, sonst blättert euch das ab. Ansonsten alle saugenden Untergründe wie ganz normale Papiere, Graupappe, Pappe, Holz, Chipboards, alles was einen saugenden Untergrund hat, also wenn ihr zum Beispiel mit einem Wasser drüber geht oder mit einer Wasserfarbe oder irgendeiner Flüssigkeit und das Medium saugt es ein, dann könnt ihr direkt mit der Paste drauf gehen und braucht keine Grundierung. Nur bei nicht saugenden Untergründen für alle Fälle, weil wenn ihr so ein Projekt gemacht habt und es blättert euch nachher alles ab, dann ärgert ihr euch. Also ganz normale Papiere und alles, was ihr normalerweise mit so einem Medium bearbeiten würdet, wenn es saugt, ohne Grundierung, wenn es nicht saugt, ein Gesso drunter machen oder eine Acrylfarbe, irgendetwas, wo diese Paste sich dann dran festhalten kann, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also ihr seht schon hier die Crackle, da könnt ihr jetzt nochmal mit einer Farbe drüber gehen, könnt es dann wieder abtupfen und in den Crackles bleibt dann die Farbe drin, dann sieht man es noch deutlicher. Ihr könnt es mit als Kleber gleichzeitig benutzen. Dann habe ich zum Beispiel hier mal so eine Vase gemacht aus Glas, eine runde Glasvase. Also das wird dick gespachtelt. Je dicker ihr es drauf macht, desto größer werden die Crackle. Wenn ihr es dünn auftragt, werden die Crackle dünner. Zum Beispiel wie hier bei dieser Karte, die hatte ich euch schon mal gezeigt.
Da habe ich mit einer Schablone gearbeitet. Also ihr legt eure Schablone drauf, wie bei einer Modellierpaste auch. Ganz normal bei einer Strukturpaste. Und fahrt mit dem Spachtel drüber. Und wenn das getrocknet ist, dann crackelt es. Und je dünner ihr es auftragt, desto feiner werden die Crackle. Zum Beispiel bei diesem tollen Sessel, den ich hier gekriegt habe von der Martina. Da könnt ihr es auch sehen. Sie hat also punktuell hier so ein bisschen oder hier hinten. Und es sind ganz, ganz zarte Crackle. Ich hoffe, ihr seht es. Wo sie also einfach nur so ein bisschen oder hier vorne einfach nur so ein bisschen mit dem Spachtel Crackle aufgetragen hat, so punktuell. Und es gibt dann diese ganz feinen Strukturen. Und wenn ihr da wieder mit Farbe drüber geht, da seht ihr es, dann werden die Crackle sichtbar. Also die könnt ihr einfach nur spachteln. So habe ich zum Beispiel hier gemacht. Das ist so ein Heftchen mit Serviettentechnik. Einfach nur so einen Klecks nehmen, hinspachteln, trocknen lassen. Und dann habt ihr die Crackle und die könnt ihr dann noch weiter mit Farbe bearbeiten. Oder ihr könnt eine Schablone benutzen, das habe ich hier gemacht. Da hatte ich eine mit so Bienenwabenmuster und bin dann hinterher nochmal mit einer Farbe drüber gegangen. Und dann werden die Crackle richtig schön sichtbar. Also ihr könnt die wie eine ganz normale Modellierpaste benutzen oder Strukturpaste, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Nur, dass ihr dann hinterher einen Krakeleffekt habt, den eben euch die normale Paste nicht macht. Und diese Paste gibt es bei Bienen nicht nur in Weiß. Wenn ihr eine Weiße habt, könnt ihr die mit Acrylfarben einfärben. Also ihr könnt alle Acrylfarben nehmen, die ihr habt und könnt euch das auf einer Palette mischen und dann jeden Farbton, den ihr für euer Projekt braucht, damit machen. Wenn ihr dazu keine Lust habt, dann kriegt ihr diese Farbe, also diese Paste, diese Krackelpaste auch in Rotgold, in Gold, in Silber und in Transparent, also in durchsichtig. Denn vielleicht habt ihr auch mal ein Projekt, wo ihr keine Farbe, sondern nur Crackle haben wollt. Wie zum Beispiel, das habe ich hier schon mal vorbereitet, wenn ihr so ein schönes Bild habt und ihr wollt, dass es ganz alt aussieht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. So diese alten Fotos, die haben ja immer solche, also nicht immer, aber manchmal solche, dass sie so aussehen wie gebrochen oder gesplittert hier. Und dann wollt ihr natürlich nicht euer Gesicht zudecken, sondern ihr wollt nur diesen alten Effekt drauf haben. Das habe ich jetzt hier mit der Country Crackle gemacht. Aber mit der transparenten Paste könnt ihr das auch machen. Ihr geht ganz dünn über euer Bild und lasst es crackeln und geht dann zum Beispiel mit so einem Wachs drüber und dann werden die Crackle sichtbar. Und dann könnt ihr für eure Journals oder wofür ihr das braucht, für irgendein Projekt, so ein schönes altes Foto. Also das war so eine Karte von Graphic 45. Aber wenn ihr wollt, dass es alt aussieht, dann könnt ihr das mit diesen Crackles noch verstärken, diesen Effekt. Ja, das war einmal das zu dieser Paste. Sie ist wasserbasiert. Das heißt, ihr könnt sie auch mit Wasser verdünnen. Und wenn ihr damit gearbeitet habt, dann den Spachtel, also auch wenn es wasserbasiert ist, wenn es einmal getrocknet ist, dann ist es hart. Das heißt, wenn ihr euren Spachtel oder eure Schablonen oder was ihr benutzt, um es aufzutragen, nicht mehr braucht, dann sofort unter warmem Wasser reinigen oder sofort mit Feuchttüchern alles entfernen, denn wenn es mal richtig hart ist, dann kriegt ihr es nicht mehr ab. Also sofort mit warmem Wasser alles reinigen und dann habt ihr wieder Spaß an euren Materialien und könnt die das nächste Mal wieder benutzen. Das war so das Hauptsächliche, was ich euch dazu sagen wollte, denn ihr braucht dann, um Crackle zu erzeugen, nur dieses Produkt. Und wie gesagt, wenn ihr auf einen nicht saugenden Untergrund geht, irgendwas, was ihr drunter malt, aber das kann ein Gesso sein oder eine Acrylfarbe, da braucht ihr nichts Spezielles, die habt ihr ja wahrscheinlich sowieso. Und jetzt gehen wir zu dem Country Style Crackle. Das ist dickflüssig. Ich zeige es euch gerade mal hier auf dem Pinsel. Also das kommt
Das kommt so raus wie Kleber. Und das crackelt alles, was darüber liegt. Das heißt, alles, was ihr crackeln wollt, müsst ihr euch vorher ein bisschen besser überlegen, wie mit der Paste. Die tragt ihr auf und fertig. Aber ich habe es zum Beispiel bei dem hier gemacht. Ich möchte das jetzt natürlich nicht verdecken, das Bild. Und deshalb habe ich Crackle, dieses Country Crackle drauf gemacht, das Flüssige. Habe das trocknen lassen. Das dauert je nach Dicke so ungefähr eine Stunde. Bei der Paste auch je nach Dicke ungefähr 2 Stunden. Und wenn das Country Crackle getrocknet ist, ist es trotzdem noch glänzend. Also wenn ihr mal gucken wollt, ist es schon trocken. Es wird nicht matt, es bleibt glänzend, auch nach dem Trocknen. Also dann einfach mal so nach einer Stunde mit dem Finger, und wenn ihr merkt, es klebt nicht mehr, dann könnt ihr weitermachen. Den Crackle auf das Bild machen und nach dem Trocknen mit der Farbe drüber gehen, die gecrackelt werden soll. Hier habe ich jetzt, weil ich das Bild ja nicht verdecken wollte, bin ich einfach mit so einem Siegellack drüber gegangen. Ihr könnt auch Glossy Accent drüber machen oder irgendetwas, was transparent trocknet. Und in diesem transparenten Medium werden dann die Crackle entstehen, wenn ihr das Crackle unten drunter macht. Und dann könnt ihr die Crackle wieder mit einer Paste oder irgendwas rausholen. Und dann könnt ihr auch solche Fotos so ein bisschen auf alt machen. Aber ihr braucht dann etwas Durchsichtiges, was oben drüber liegt. Oder wie zum Beispiel dieses Herz. Daran erkläre ich euch jetzt nochmal die Vorgehensweise. Wenn ich das so schräg halte, seht ihr, unter den Crackeln ist es Gold. Und ein bisschen schwarz. Und zwar ist es so ein MDF-Herz. Hier hinten könnt ihr es auch nochmal erkennen. Das habe ich erst mit schwarzem Gesso angemalt. Dann bin ich mit einer goldenen Abdrückfolie drüber gegangen. Dann mit dem Crackle. Und dann obendrauf mit einer Acrylfarbe. Die Acrylfarbe wird gecrackelt, weil das Medium liegt direkt unten drunter. Und dann erscheint das, was ihr als erstes gemalt habt, bevor ihr gecrackelt habt, das erscheint dann in diesen Schlitzen. Da müsst ihr also ein bisschen auf die Reihenfolge achten. Das müsst ihr bei der Paste nicht. Dafür habt ihr hier ganz andere Möglichkeiten mit verschiedenen Farben. Und das werde ich euch jetzt kurz an diesem Bild hier zeigen. Also ich nehme mein Country Crackle. Mach mir das hier auf das Bild und dann verteile ich das so ein bisschen mit dem Pinsel, da wo ich es cracklig haben, also wo ich nachher meine Crackles haben möchte. Ich nehme jetzt mal den ganzen Rahmen und das Bild und verstreiche das hier und dann lasse ich es trocknen. Ihr habt natürlich bei diesen ganzen Mixed-Media-Komponenten immer längere Trocknungsphasen, das ist klar. So, das habe ich jetzt eingestrichen. Das lasse ich jetzt trocknen. Die Crackle-Style wird mit Wasser und Seife nachher gereinigt. Das heißt, wenn ihr beim Arbeiten seid und ihr habt sicher ein Wasserglas auf eurem Tisch stehen, dann steckt ihr eure Pinsel oder eure Medien, die ihr benutzt. Ihr könnt es auch mit dem Schwämmchen auftragen, dann wird es eben ein bisschen mehr strukturiert. Erstmal ins Wasser stellen und dann nachher mit warmem Wasser und ein bisschen Seife die Medien ausspülen, die ihr benutzt habt, also das Werkzeug. Das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Ich hole mal noch was anderes und dann arbeiten wir noch ein bisschen mit Farbe. Ich habe hier so ein Holztag und habe hier Acrylfarbe in Türkis. Und mit der male ich das Tag jetzt erstmal an.
Ihr könnt auch mit dem Föhn nachhelfen. Das geht bei beiden, also bei der Paste und bei dem Country Crackle. Nur ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu lange drauf bleibt, sonst schmeißt euch das Blasen. Deswegen mache ich es lieber so, dass ich es lufttrocknen lasse und nicht mit dem Föhn da rumwerkel. Aber je nachdem, welche Effekte ihr erzielen wollt, gerade bei dem Mixed Media, vielleicht wollt ihr Blasen haben, dann könnt ihr das natürlich machen. So, das lassen wir jetzt trocknen und das Bild auch. Und dann machen wir weiter. Ja, was ich euch noch zeigen wollte, ist diese Flasche. Also bei dem Country Crackle ist es ganz egal, welchen Untergrund ihr habt. Es geht auf allen Oberflächen. Ihr braucht nichts vorzuarbeiten, wie bei der Paste. Ihr könnt auf Glas, auf Metall, auf Holz, auf Plastik, auf alles damit gehen. Crackle drauf, Farbe drauf. Und wenn ihr nichts an Farbe drunter macht, dann bleiben die Risse durchsichtig. Dann könnt ihr hinterher nochmal mit einer Farbe drüber gehen. Oder ihr fangt mit einer Farbe an. Das habe ich hier auch gemacht. Ich habe unten eine goldene Metallic-Farbe benutzt, dann Crackle, dann Schwarz. Das, was gecrackelt wird, ist immer die Lage über dem Crackle-Medium. Und dann guckt das, was ihr unten gemacht habt, durch die Crackles durch. Hätte ich das jetzt nur direkt aufgetragen und dann schwarz, dann wären meine Crackle durchsichtig. Und dann hätte ich zum Beispiel auch wieder die Möglichkeit, mit einem Wachs drüber zu gehen und die Crackle rauszuholen. So bin ich aber auf der sicheren Seite. Ich mache eine Farbe drunter, Crackle eine Farbe drauf und die Farbe, die ich drunter gemacht habe, die guckt dann nachher durch die Risse. Also hier braucht ihr nichts vorzuarbeiten, bei der Paste die nicht saugenden Medien vorher mit einem Gesso oder einer Acrylfarbe bearbeiten. Und so könnte zum Beispiel auch eine Flasche dann aussehen. Die hatte ich euch auch schon gezeigt. Die habe ich mit diesen Schablonen hier bearbeitet, mit den Stanzschablonen und oben mit Crackle. Und wenn meine Türkis jetzt getrocknet ist, dann nehme ich wieder mein Crackle. Und tragt es auf. Ihr könnt es auch nur punktuell machen, also wenn ihr jetzt nur an manchen Stellen Krackel haben wollt und nicht an dem kompletten Teil, dann tragt ihr es eben nur an den Stellen auf, wo es nachher crackeln soll. Das ist auch ganz toll geeignet für Layouts zum Beispiel oder wenn ihr Art Journaling macht und ihr wollt da mal was anderes reinbringen als immer nur glatte Farben. Wenn ihr zum Beispiel eine Serviettentechnik benutzt habt, so wie ich hier bei dem Heftchen, und ihr wollt da so ein paar Crackles reinmachen, dann könnt ihr auch direkt da auf die Serviette gehen. Also das geht mit dem Flüssigen alles. Ihr müsst nur eben mehrere Lagen machen, um den Effekt zu kriegen. Und bei der Paste könnt ihr direkt drauf gehen oder ihr nehmt euch eine in der Farbe. Wenn ihr jetzt sagt, ich arbeite viel mit Gold oder mit Silber, dann nehmt ihr euch direkt die Paste in der Farbe und dann könnt ihr loslegen. Das lassen wir jetzt auch wieder trocknen. So, ihr Lieben, jetzt ist alles getrocknet. Also ihr seht hier den matten Glanz. Und wenn ihr so vorsichtig drauf tupft, dann merkt ihr schon, ob ihr noch kleben bleibt oder nicht. Das Bild möchte ich jetzt nicht verdecken. Mein Tag ist inzwischen auch getrocknet. Und deshalb nehme ich mir etwas Klares, das dann crackeln soll. Also entweder ein Klarlack oder ein Varnish oder irgendwas oder ein Glossy. Ich könnte es wahrscheinlich sogar mit Tacky machen, weil der trocknet ja auch transparent auf. Aber ich nehme jetzt mal hier diesen Siegellack und mache mir den hier drauf und verteile das auf dem Bild, wo ich die Crackle haben möchte. Und auch das lasse ich dann wieder trocknen.
Und bei meinem Tag habe ich extra kräftige Farben gewählt, damit ihr es richtig gut sehen könnt. Ihr seht also, das habe ich damit gemeint, es bleibt glänzend. Also es wird nicht matt, ihr könnt es nur durch Berührung erkennen. Wenn ihr nicht mehr kleben bleibt, dann ist es gut. Und ich habe mir für das Türkis, weil das, was jetzt crackeln wird, ist die Lage, die ich jetzt drauf mache, so ein knalliges Gelb ausgesucht, damit ihr das gut erkennen könnt. Und für beide Medien gilt, je dicker, also für beide Crackles gilt, je dicker ihr sie drauf macht, desto größer werden die Crackle. Und ich trage jetzt hier mein Gelb über den Krakellack auf. Und auch das muss jetzt erst wieder trocknen. Das ist der einzige Nachteil, dass ihr diese großen Trocknungsphasen habt. Aber ihr könnt schon zugucken, wie es anfängt zu crackeln. Ich hoffe, ihr seht überall die Risse. Also gecrackelt wird bei dem Country Crackle immer die Lage, die ihr oben drauf gebt. Und die Paste, die crackelt sofort. Also nicht sofort, sondern alleine, ohne irgendwas drüber oder drunter, bis auf die nicht saugenden Medien. Ich werde euch die ganzen, ihr könnt zugucken, ich werde euch die ganzen Eckdaten nochmal in die Infobox packen. Also für das Country Crackle, in welcher Reihenfolge ihr vorgehen müsst und die ganzen Teile hier, diese Informationen über die Paste, dass es sie in verschiedenen Farben gibt, dass ihr sie mit Acrylfarbe einfärben könnt. Und dann könnt ihr das, ihr könnt direkt zugucken, faszinierend, oder? Also die ganzen Eckdaten, die wichtig sind, für welche Medien ihr sie nehmen könnt und in welcher Reihenfolge ihr sie auftragen müsst, beziehungsweise was ihr alles damit machen könnt, das packe ich euch nochmal getrennt in die Infobox. Also das flüssige Country Crackle und die Crackle Paste, damit ihr das nochmal nachlesen könnt, falls ihr dann da am Werkeln seid und keine Lust habt, nochmal das ganze Video anzusehen. Zum Schluss, weil das braucht jetzt etwas länger zum Trocknen hier, unser Bild. Also das ist schon mal ein sehr cooles Ergebnis, finde ich. Das mit dem Bild, das zeige ich euch dann, wenn es getrocknet ist, nochmal zum Abschluss. Und dann sind wir mit unserer Testreihe heute schon durch. Aber das dauert jetzt noch einen Moment. So, mein Tag habe ich noch ein bisschen dekoriert. Also die Crackle sind noch ein bisschen kräftiger geworden. Dann habe ich hinterher so einen ganz, ganz feinen Schriftstempel einfach drüber gedrückt über das komplette Ding und habe diesen Füllfederhalter und die Kleckse oben drauf gestempelt nochmal, weil es und hier das Band mit dem Schlüssel, weil ihr seht es hier bei dem, also der Untergrund war goldene Abdrückfolie, dann Crackle Paste oder nein, keine Paste, sorry, der Untergrund war goldene Abdrückfolie, dann flüssiges Crackle, also dieses Country Crackle, und dann bin ich nochmal drüber gegangen mit dieser ockerfarbenen Acrylfarbe. Und wenn das getrocknet ist und gecrackelt ist, dann könnt ihr das hinterher noch mit Stempeln bearbeiten. Was ihr wollt, könnt ihr da drauf packen noch hinterher, also alles, was auf Acrylfarbe geht. Hier seht ihr es auch nochmal schön. Und das habe ich hier auch gemacht. Ich habe hier also nochmal einen Stempel benutzt und habe das bestempelt. Oder ihr könnt euch hier was Schönes drauf machen. Also ihr seid frei. Wie immer, ihr seid frei mit allem, was ihr tut. Hier hat es jetzt auch gecrackelt. Ich halte es mal ein bisschen schräg. Im unteren Bereich, wo die Crackle sichtbar sind, habe ich schon mal hier mit meinem Goldwachs gearbeitet. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier mein goldenes Wachs und da nehme ich ganz bisschen auf den Finger und dann gehe ich über das Bild
überall, wo ich möchte, dass man die Crackle sieht. Und dann fahre ich mit einem trockenen Tuch drüber und reibe den Überschuss ab. Und was bleibt, ich hoffe, ihr erkennt es, ist der sichtbar gemachte Crackle. Also ihr könnt dann diese Fotos so auf alt getrimmt mit diesem durchsichtigen Crackle erreichen und nehmt dann ein schönes Wachs und geht damit drüber und macht dadurch die Crackle sichtbar und dann sieht es aus wie so ein altes Foto, das schon ein bisschen rissig ist. Und so könnt ihr euch ganz tolle Projekte machen oder solche Ephemeras für eure Projekte, wo das dann alles so ein bisschen auf alt getrimmt ist. Und das Bild hat schon ein paar Risse, weil es eben schon alt ist. Das war mein Test für euch. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Denn ich hatte, wie gesagt, Anfragen. Kannst du mal die Unterschiede zeigen und was muss man wie anwenden? Alles dazu findet ihr nochmal aufgeteilt in der Infobox. Und ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugesehen habt. Würde mich freuen, wenn ihr für euch was mitgenommen habt. Da kennt ihr jetzt genau die Unterschiede, was geht, was nicht, wie muss ich es machen. Und ich verlinke euch den Shop von der Biene, da kriegt ihr die ganzen Materialien. Ach, das wollte ich euch auch noch zeigen zu dem Wachs. Also ich habe jetzt auf das, was ich einfach mit der Paste aufgespachtelt habe, einfach so Pi mal Daumen, habe ich auch mit einem Wachs die Crackle nochmal rausgeholt. Und darauf kann ich jetzt aufbauen und kann weitermachen. Ich bedanke mich herzlich für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.